Hi Leute. Ja, jetzt bin ich ein bisschen krank. Ich habe mich erkältet. Ich habe so Schnupfen und naja, tut halt weh und Hals und so. Aber ist eigentlich schon wieder ganz okay. Nur noch Schnupfen. Gut, eigentliches Thema ist, dass wir vielleicht umziehen in eine Wohnung aus mehreren Gründen. Grund 1 ist das Hostel an sich, also der Preis zum Beispiel. Wir würden, wenn wir in eine Wohnung zu zweit ziehen, sparen, jeder so $50. Ja, und der Hauptgrund sind die zwei Manager von dem Hostel. Jana, erzähl du mal was dazu. Ja, also der Auslöser, warum wir jetzt doch endlich gehen wollen, ist, weil wir letzte Woche das Zimmer wechseln mussten von Sonntag auf Montag für eine Nacht, weil so eine Gruppe von 6 Leuten irgendwie unser Zimmer gebucht hat. Wir wohnen dort schon seit 2,5 Monaten, sind Stammgäste und wegen irgend so einer Gruppe, die nur eine Nacht bleibt, müssen wir unser Zimmer verlassen, damit die zu 6 dort drin schlafen können. Haben wir halt schon gesagt, das finden wir überhaupt nie gut, also was soll das hier? Ja, zumal wir haben uns dort richtig eingerichtet. Wir hatten unsere Wäscheleine in dem Zimmer gespannt. Das Poster, wir haben dann so eine Boxen, die man so verschließen kann mit einem Schloss, haben wir unsere Sachen darin eingerichtet. Und dann mussten wir ja 2 Tage hintereinander schon um 10 früh aufstehen, weil das ja die Auscheckzeit ist, also 2 Nächte, keinen guten Schlaf hintereinander. Und haben wir aber nicht gemacht, also wir haben einfach ausgepennt und uns wecken lassen. Ja, bis die gesagt haben, hier raus jetzt. Wir erlauben uns dort so ziemlich alles und sind eigentlich auch in letzter Zeit jetzt immer unfreundlich, weil die nie entgegenkommen. Wir haben jetzt auch beschlossen, unser Geschirr einfach nicht mehr abzuwaschen. Wir lassen es einfach stehen. Ja. Und auf jeden Fall, und die zwei Manager, was ich erst angesprochen hatte, die, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die machen das mit Absicht. Wir müssen nochmal theoretisch umziehen in nächste Woche oder so, weil die Gruppe wieder zurückkommt. Und wieder eine Nacht bleibt und wieder in unser Zimmer so gehen. So, anstatt, dass die Gruppe so splitten und 2 Leute von der Gruppe in das andere Zimmer einchecken lassen. Aber nein, wir müssen all unser Gelumpe wieder zusammenpacken und in das andere Zimmer schleppen. Das ist so hohl, dass... Vor allem, weil unser Zimmer auch das einzige 6-Bett-Zimmer in dem ganzen Hostel ist. Genau. Nicht. Und als wir dann früh wieder zurück eingecheckt sind in unser Zimmer, ist plötzlich unsere Uhr verschwunden. Wir hatten da so eine Wanduhr. Die haben die geklaut. Und solche Leute wollen die wieder einchecken lassen, wo die ganz genau wissen, dass die klauen. Verstehe ich nicht. Ich habe jetzt über meine Arbeit jemanden kennengelernt, der meinte, dass er eine Wohnung hat und wir dort jetzt mal vorbeischauen können. Das machen wir morgen. Das wäre so geil. Und dann haben wir halt auch unsere Küche, unsere Waschmaschine. Dann können wir waschen, wie wir wollen. Unsere Sachen. Oh, das mit der Waschmaschine. Das müssen wir auch noch erzählen. Also die Waschmaschine, du denkst so, die macht deine Klamotten sauber, aber... Die macht die einfach nur nass. Rührt das alles erst so um. 20 Minuten. Ja, und danach sind die Sachen halt nass. Also so schrecklich. Die macht es halt einfach nicht sauber. Also, wie gesagt, wir sind ja die ganze Zeit nur dort geblieben wegen den Leuten. Das ist echt so. Aber die ganzen anderen Umstände machen einen einfach nur noch fertig. Da können ja die Leute dann trotzdem weiter besuchen, weil dort kommt ja jeder einfach hin, der dort mal gewohnt hat und geht dann halt wieder. Oder andere Leute, die dort noch nie gewohnt haben, die kommen trotzdem einfach rein und duschen jeden Tag. Also, ja, wir wollen jetzt keine Namen nennen. Leute, drückt uns die Daumen, dass wir ein ordentliches Apartment oder eine Wohnung kriegen. Und ja, bevor wir es vergessen, um euch jetzt mal aufzuklären. Ihr denkt jetzt, oh mein Gott, so Wohnung, was? Wollt ihr nicht mal weiterreisen? Die Umstände sind jetzt so. Mein Arbeitsvertrag läuft am 21. November ab. Das heißt, bis 21. November müssen wir so oder so in Auckland bleiben. Aber wir ziehen das vielleicht noch, also wir hängen vielleicht noch so eine Woche dran, wegen Jana. Ja, ich habe, also eventuell, ich bin mir jetzt noch nicht hundertprozentig sicher, ich muss erstmal noch ein bisschen üben, am 23. November ein Pokerturnier im Casino. Ja, ich kann halt ein bisschen Geld gewinnen. Ein bisschen viel Geld. Also wir warten halt sozusagen bis zu diesem Pokerturnier und ich würde sagen, also wirklich die letzte Novemberwoche werden wir dann unser Auto auch haben. Das haben wir auch vor, da seid ihr natürlich auch dabei. Und dann Ende November, die letzte Novemberwoche, werden wir dann Auckland endlich verlassen.
Oh Gott, wir haben jetzt richtig viel erzählt. Ja, Leute, wir wollen nicht, dass das Video jetzt wieder ewig lang wird. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal Tschüss und bis bald.